aufs Ohr, eine Filmreview als Mikrofazit. Beate, worum geht's denn in dem Film One Life? One Life erzählt die Geschichte von Nicholas Winton, der kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 669 Kinder vor dem Tod rettet oder vor einem ungewissen Schicksal rettet. Und das Drehbuch basiert dabei auf der Biografie von Wintons Tochter, die dieses Buch über ihren Vater geschrieben hat. Wie hat dir denn der Film gefallen? Mir hat an dem Film gefallen, dass er sehr einfach gehalten ist. Also, dass er wirklich bei einem Handlungsstrang geblieben ist, dass er sich nicht verzettelt hat. Das hat mir gut gefallen, dass sie wirklich bei dieser einzelnen Story irgendwie geblieben sind und nicht abgeschweift sind. Das fand ich gut. Ich fand den sehr konventionell in der Art, wie er gemacht war. Ich fand ihn jetzt auch nicht überraschend. Aber diese Geschichte an sich ist so besonders und so außergewöhnlich. Und das, was es so außergewöhnlich macht, ist, dass er ja diese Rettung von diesen Kindern organisiert hat und sich selbst und die Leute, die ihm geholfen haben, in Gefahr waren, die ganze Zeit entdeckt zu werden. Und dass er später in hohem Alter durch eine Fernsehsendung, und das sind ja wahre Begebenheiten, mit diesen Kindern, die ja überlebt haben, durch ihn konfrontiert wird, indem sie eingeladen wurden ins Fernsehstudio. Und er hat keine Ahnung, warum er da eingeladen wird. Und dann dreht er sich rum und alle stehen auf. Und das sind diese Kinder, die er gerettet hat, Teile dieser Kinder, die er gerettet hat. Und das ist so, also das ist wirklich herzerwärmend. Der Regisseur ist ja auch bekannt für die Serie, die du ja schon mehrfach erwähnt hast, dass du sie gerne magst, Slow Horses. Merkt man das diesem Film auch an? Es ist, wie gesagt, sehr konventionell alles. Es ist nicht überraschend. Es sieht nicht ungewöhnlich aus. Ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist ein etwas überdurchschnittlich guter Film, finde ich. Ich finde den aber jetzt nicht besonders toll gefilmt. Der ist normal gefilmt, sehr konventionell inszeniert und ich finde den okay. Es ist aber nicht, der wird getragen von dieser ganzen Geschichte. Die Geschichte ist außergewöhnlich, diese Lebensgeschichte. Und das haben sie umgesetzt und es ist gut, so wie der Flow von diesem Film ist, aber es ist nicht außergewöhnlich oder besonders oder überraschend. Es ist gut gemachtes Kino, aber jetzt nichts, was mich völlig vom Hocker haut. Und du hast halt mit Anthony Hopkins einen überragenden Schauspieler, der dieses ganze Ding dreht. Der spielt ja nur den älteren Nicholas Winton und du hast halt mit Johnny Flynn den Darsteller, der ihn in dieser Zeit, als der diese ganzen Kinder gerettet hat, porträtiert. Und die machen es alle gut. Es sind auch gute Nebenrollen. Ich glaube, sie verzichten bewusst auf alles Außergewöhnliche, weil diese Geschichte an sich eben alles trägt und weil diese Geschichte so besonders ist. Und das haben sie gut gemacht, finde ich. Was ist denn deine größte Kritik? Also ich finde, mir ist da manchmal zu Melodram. Ich weiß, das Problem ist bei so einer Geschichte, die ist ja melodramatisch. Und ich muss das dann im Film auch noch so sein? Ich finde, es ist ein etwas überdurchschnittlicher Film einer außergewöhnlichen Geschichte. Da geht es ja auch wieder um den Holocaust. Und wir hatten ja nun einige Filme zum Holocaust, vor allen Dingen The Zone of Interest. Und wenn ich das in diesem Gesamtkontext sehe, ist das halt ein Film, der hätte so genauso auch vor 10 oder 20 oder 30 Jahren gefilmt worden sein. Wäre in der Zeit genauso, hätte der genauso ausgesehen. Der ist jetzt nicht spektakulär oder irgendwie anders oder der versucht das auch gar nicht erst. Aber vielleicht ist es, weil diese Geschichte so außergewöhnlich ist, auch genau das, was dieser Film braucht. Mich hat er jetzt aber, wenn ich ehrlich bin, nicht 100% berührt. Also ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe mir diese Biografie durchgelesen, die die Tochter geschrieben hat. Die hat mich persönlich mehr berührt. Es klingt ein bisschen auch wie Schindlers Liste, nur anders. Ja, das Schindlers Liste ist dramatischer. Ich finde eben, dass der Film
hat schon eine Dramaturgie, aber die ist wesentlich leichter und zurückhaltender und ein bisschen leiser. Vielleicht ist es das, aber vielleicht braucht das dieser Film auch, weil man diese Geschichte von diesem Mann eben in den Mittelpunkt stellen wollte. Vielleicht ist es das, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Mir gefällt so Helena Bonham Carter, die die Mutter irgendwie spielt. Das finde ich auch super. Die finde ich auch super. Also die haben halt wirklich tolle, tolle Schauspieler auch in den Nebenrollen. Das ist schon klasse. Jonathan Pryce und so. Also da sind schon tolle Schauspieler dabei und die machen das alle wirklich gut. Vielleicht zusammengefasst, Highlight und Lowlight? Lowlight ist, dass es so, dass das ganze Ding aussieht wie vor 20, 30 Jahren. Also es hat, ich finde nicht, dass es irgendwas, eine besonders tolle Bildsprache oder irgendwie hat. Ich finde die sehr durchschnittlich. Highlight ist die Geschichte an sich. Diese Story von diesem Mann, was der auf sich genommen hat und völlig selbstlos diese Kinder unter Einsatz seines Lebens. Da musste ich ein bisschen an Varian Frey denken. Ist ja auch ein Mensch, der selbstlos zusammen mit anderen aus Südfrankreich französische Künstler und intellektuelle jüdische Abstammung gerettet hat, damit sie in die USA ausreisen konnten. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Also was möglich ist, wenn einzelne Personen Mut in die Hand nehmen, andere noch überzeugen und die zusammen an etwas arbeiten, um anderen Menschen zu helfen und sich selbst dabei in Gefahr begeben. Also diese Story ist schon sehr außergewöhnlich und besonders und das ist eigentlich mein Highlight und eben die Schauspieler. Für wen könnte denn One Life was sein? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Menschen, die sich mit dem Thema Holocaust und Kriegsgeschichten auseinandersetzen wollen, Leute, die Anthony Hopkins mögen, Leute, die Dramen mögen, das sind, glaube ich, die Menschen, die diesen Film gucken werden. Welche Bewertung gibst du One Life? Ich würde One Life eine 6,5 von 10 Goldblums geben.